Sind nur die beiden hier. Es ist gut, wieder angemessen huldigen zu können. Was tut ihr jetzt? Wir werden das Nest wieder aufbauen, aber es wird dauern. Es gibt viel zu reparieren und viel zu heilen, aber dank dir werden wir beides an dem Ort tun, der unserer Göttin am heiligsten ist. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du noch etwas anderes sprechen? Ein Sänger namens Delm sagte mir, er könnte diesem Bezirk mit seinen Liedern wieder zu alten Glanz verhelfen, wenn ich exotische Vögel finde, die er zu essen gedenkt. Sie grinst spöttisch. Und wenn er dir sagte, du könntest von der Matma-Brücke springen und dir würden Flügel wachsen, würdest du das auch glauben? Es ist ein törichter Aberglaube, aber nicht mehr. Die Königin der Vögel segnet uns mit ihrem Begleiter, damit wir ihren Gesang lauschen, nicht damit wir ihr Fleisch essen. Jela hat ein Dutzend verschiedene Gesichter. Frag zwei Hebammen und ihr hört fünf verschiedene Geschichten, keine davon zweimal. Die Orlaner haben wenig Freude bei der Geburt. Es ist wohl nur gerecht, dass sie im Gegenzug die Kinder der Himmelsmutter essen. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe immer noch keinen Anhaltspunkt, wo ich den letzten Vogel kaufen könnte. Aber jetzt gehen wir nochmal zum Ulmenküste, nicht Ulmenkap. Ulmenkap ist der Bezirk, wo man rasten kann. Gucke mal dort bei dem Adra-Bogen nach dem anderen. Also entweder hier in den Adra-Säulen oder drüben beim Adra-Bogen müsste es ja was geben. Also hier sind noch Pflänzchen, die wir übersehen haben. Da liegt sogar noch ein Käferpanzer herum. Und da ist der Scherbenflügel-Singvogel. Yay. Naja. Kasfat und Onwin waren hoch und voll, als sie hörten, dass das Nest wieder sicher ist. Sie schlugen mir vor, dass ich mit Hela spreche, die mich gewiss für meine Mühen belohnen wird. Genau. Und dann haben wir halt immer noch... Ja. Ich habe in der Wildnis von Zwingsum einen Scherbenflügel gefunden. Den haben wir schon ausgezogen, den Typ. Gut. Dann auf nach Herdlied und Ulmkap ist die Ulme, nicht das Gasthaus. Ich bringe alles irgendwie gerade durcheinander ein bisschen.
Was sagt eigentlich Hortuk? Willst du hoch, ich ziehe. What? Ach ja, die beiden wieder auf ihre Fernkampfwaffen umstellen. Dann werde ich jetzt erstmal meine Leute neu organisieren. Vielleicht ist im Wirtshaus einer, der mir den Vogel verkauft. Roger. Jägerin, Wolfbegleiter, Dürrwälder. Was ist mit dir? Du hast nichts zu sagen. Hier ist nur Zeug. Also das wäre alles nur zum Klauen. Und ja, ich weiß, ich habe ihm Hela-Tempel geklaut, aber... Hail, Traveler. Willkommen zurück. Was kann ich für dich tun? Was hast du zu verkaufen? Geisterspirale? Ah, Hände. Kaufen wir das mal. Neue Rastvorräte. Ja, da möchte ich... Gores, our paths shall part. Idee? Sagani, Kana... You can trust me. Alof. You walk your path, I'll walk mine. Interessant. Alof. You can trust me. Ready, Sagani, following your lead. Idea. Idea wird immer irgendwie als letzter. Wegen der Stufe? Also, Idee hierhin. Ja, das sieht gut aus. Ja, kann man so lassen. Erstmal Level-Ups für Idee. Hier braucht er gerade nichts. Schnelle Wiederherstellung wäre gar nicht mal so schlecht. Und der kriegt nur ein Level ab. Naja, okay, ist in Ordnung, so einigermaßen. Jetzt noch Alof. Ein Punkt in Athletik wäre nicht schlecht. Oh, Stufe 5 Zauber. Gestalt der hilflosen Bestie. Verwandte einziges Feind eines gestandenen Volkes in ein Schwein. Ist 14 Sekunden hilflos. Mhm. Flammensturm, nervenaufreibender Terror, bittere Bindung. Ah, das ist so ähnlich wie der Flammenstrahl, den ich schon habe. Nur als Frost. Mhm. Eine Seelenlanze wäre eigentlich nicht schlecht. Das ist eine Waffe, die beschwört wird. Ein Bonuszauber der vierten Stufe wäre nicht schlecht. Nächste Stufe. Überleben. Weiter. Starrendes Adragan. Ja, versteinern für kurze Zeit. Ah, ich kann noch einen. Arkane Reflexion, bitte. Damit werden Zauber zurückgeworfen.
Ah, und Zauberbeherrschung. Spiegelbild. Das jedes Mal benutzen zu können, wäre nicht schlecht. How may I help? So. Das weiß ich nicht, die ganzen Bücher hier. Der hat, glaube ich, schon. Ach, Ring der Abwehr. Hat ihr der schon was, was Macht gibt? Ja. Trügerisches Geflüster. Kann bezaubern, ne? Das kann ihr der dann auch nehmen. Alof hat schon zwei Ringe. Dann nimm du den Abwehrring, Dorens. So, jetzt wird es Zeit, dass wir die Zauber durchgehen. Und alles lernen. So, das heißt, das ist gelernt. Das ist gelernt. Hier ist alles gelernt. Der ist gelernt. So, der hier, gell? Ja. Oh, hier sind schön viele drin. Das war ja der Willensbrecher. Da wäre sogar Starren des Adragans drin gewesen. Also das ist du ins nein. Die beiden jetzt noch zu Alof. Bekannt alles. Da sind zwei noch, die ich nicht kenne. Ah, kleine Zauberbuchprägung. Ist auch nicht so der Hammer, aber gut. So. Yes. Gods keep you. So, jetzt hätte ich gern noch ein Zimmer. Certainly. Und wir sind wieder auf dem Weg. So, jetzt gehen wir mal raus hier und dann gucke ich mal, was wir als nächstes machen. Ich glaube, als nächstes kümmern wir uns um die Sache mit dem Kindesopfer. Und ja, wir haben da keine großartige andere Wahl, als das, als den Typ zu vergiften. Gucken wir mal. Alter und neuer König ist die Gellowane-Quest. Diener des Todes ist die Berat-Quest. Das ist die Quest. Blutopfer ist das mit dem Kinn. Nest über den Wolken ist Hyela. Jägerbruder, darum müssen wir uns noch kümmern. Schlacht auf dem Jemwald dauert noch. Das ist Add-on. Das ist Meister der Tiefe und das ist Duens. Ja, okay. I'm here.
Das heißt, wir speichern jetzt mal, weil es mal wieder an der Zeit für einen Cut ist. Das wäre jetzt Let's Play 34. Well 034 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.